So, da sind wir wieder. Und weiter geht's. Hallo, Jonah. Können wir mit dir reden? Können wir. Ich werde hier Wache halten. Reyes arbeitet an der Maschine und die anderen ruhen sich aus. Gut. Bleibst du die ganze Nacht wach? Whitman übernimmt später die Wache. Traust du ihm immer noch nicht? Nein. Nein, und das rate ich dir auch. Sei vorsichtig, wenn ich weg bin. Behalte ihn im Auge. Hoffentlich findest du da oben, was du suchst, Lara. Ja, du, das hoffe ich auch. Lass uns nochmal kurz aber diese beiden Geocaches hier mitnehmen, bevor wir weitermachen. Mal mit allen reden? Jo, Und? tatsächlich. Hast du, was du brauchst? Ja, sobald dieses Teil repariert ist, müssen wir nur noch die Ventile reinigen. Bleibst du hier? Nein, ich sehe mir die alte Basis in den Klippen an. Dann solltest du gehen. Wir werden nicht auf dich warten, Lara. Ich habe keine Zeit zum Reden. Muss mich um dieses Teil hier kümmern. Okay. Sam hat viel durchgemacht. Deshalb passe ich etwas auf sie auf. Sie muss etwas Auf schlafen. Sam. Viel Glück bei der alten Basis, Lara. Ich wünschte, ich könnte mitkommen. Wer Hm. weiß, welche Geheimnisse du entdeckst. Wir sollten besser nicht reden. Sam schläft hier, okay. Aber ich finde, ich glaube, Lara hat vollkommen recht. Ich trau dem Rickman auch nicht. Das ist also sehr, sehr merkwürdig. Also auch, warum sollte er weglaufen vor welchen auf die schießen und die sollten dann nicht und dann, hä, hören sie auf einmal auf, hinten ihm hinterher? Irgendwie macht das alles keinen Sinn. Ihr wisst, was ich sagen will, ne? Irgendwie macht das alles keinen Sinn. Mit dem stimmt irgendwas nicht. Ach, die ist da oben drauf. Okay. Dann gucken wir trotzdem noch mal, ob wir hier irgendwo was finden. Ich könnte mir vorstellen, dass auf dem Schiff auch noch irgendwas zu finden gibt. Aber eigentlich haben wir ja jetzt vollständige Karten, oder? Eigentlich müssten wir ja alles von Anfang an jetzt immer, also sobald wir auf jeden Fall in dem Gebiet sind, alles von Anfang an auf der Karte sehen können. Schade, dass wir diese Maschinengewehre hier nicht benutzen können. Wir haben ein bisschen um die Gegend geballert, hätte war überhaupt keinen Sinn gemacht, und sondern nur auf uns aufmerksam, aber egal. Ausprobieren muss man sowas ja mal. Ja, und hier gibt es tatsächlich keine Hinweise, Reliquien, irgendwas nochmal. Na schön. Wir müssen irgendwie darüber und das geht mit dem Seil. Oder können wir auch dahin laufen? Ach so, wir können auch dahin laufen, ja? Na schön. Na. Hallo. Ach so, Moment. Aber bevor wir das machen, sollten wir noch mal kurz zum Lagerfeuer gehen. Wir haben ja eine Bogenmodifizierung oder Handfeuerwaffe? Nee, was war das jetzt? Irgendwas? Irgendeine Modifizierung haben wir wieder gefunden. Das sollten wir uns unbedingt noch mal kurz anschauen, bevor wir aber da oben noch mal kurz die Bergungsgutkiste mitnehmen und dann noch mal kurz zurück zum Lagerfeuer. Und hier steht ein Panzer. What the fuck? So, sehr schön. Jetzt gehen wir noch mal kurz zurück zum Lagerfeuer und dann machen wir uns auf dem Weg weiter der Story entlang. Irgendwie da hoch. Aber so viel Zeit muss sein, so viel Zeit haben wir noch eben, noch mal kurz zum Lagerfeuer zu gehen. So, was hatten wir da Schönes? Sportbogen, Waffe modifizieren, Kompoundbogen zu Sportbogen. Nice. Magnum-Pistole, Waffe modifizieren, taktische Pistole zu Magnum-Pistole. Schön. Bogen haben wir was Neues.
Aufgeladene Schüsse durchschlagen Panzerungen und können so mehrere Ziele treffen. Geil! Haben wir aber nicht genug Bergungsgut? Diese Pfeile sind mit Granatspitzen versehen, die beim Einschlag explodieren. Explosive Pfeile, geil! Und eins noch, das hier. Stabilisierende Gewichte verbessern die Präzision und erhöhen damit den Schaden. Das machen wir einmal. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Und Pistole. Das hier. Ne, zwei Sachen sind neu. Das hier und das hier. Können wir uns beides gerade nicht leisten. Ein extra langes Magazin, das 12 Kugeln fasst. Sehr schön. Und das hier verbessert die Mechanik und erhöht damit den Schaden. Geil. Geil, geil, geil. Wieder so viel jetzt an Bergungsgut, das wir sammeln sollten. Upsi. Mega geil. Die erste, wo wir dran vorbeikommen, ist das hier. Da sollten wir einmal den Punkt hinsetzen. Das scheint auch da oben zu sein, okay. Dann lass uns doch mal sehen, wie wir denn da hochkommen. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück, okay? Aber dann gehen wir wirklich weiter. Komm, das macht Sinn. Jetzt nochmal kurz die Pistole auf mehr Schaden zu modifizieren. Das macht Sinn. So, und zwar die Pistole, mehr Schaden bitte. Ach, geht gar nicht, mehr Schaden. Okay, shit. Aber mehr Magazin passt. So, dann machen wir das mehr Magazin. Seid nicht so faul, hört auf zu meckern. Wir sind den Weg jetzt nochmal gelaufen, ist doch nicht so schlimm. Wieder da, warst du in dem Meeting? Okay, schön, dass du wieder da bist. Willkommen zurück. So, wir müssen irgendwie nach da oben. Ich schätze mal ganz stark, dass es hier ungefähr sein wird. Ja gut, jetzt ist das zwar unten, aber ja gut, wir können das zum Klettern anscheinend benutzen. Und hoch mit dir. Und da habe ich da auch was gesehen, genau. Und die Axt, yes. Wir müssen aber nochmal rechts, links rüber. Und dann nochmal ganz links rüber. Jo. Und wir haben damit den Aufzug ganz kaputt gemacht. Na, sehr schön. Sowas können wir am besten. Wo war jetzt der Geocache? Hä? Da oben? So. Und dann einfach da hochspringen. Tatsache. Na gut. Da ist noch eine große Kiste. Aber als nächstes markieren wir uns direkt mal das, damit wir da halt nicht dran vorbeilaufen, ne? Da oben, okay. Ochi. Holen wir uns einmal die Kiste. Für noch mehr Bergungsgut. Hallo, Lara. Für noch mehr Bergungsgut. Oh, dann gehen wir halt hier hoch. Alter! Jetzt bleib gefälligst. So. 65, das ist nicht... das ist nicht schlecht, ne? Hier, wir müssen irgendwie nach da kommen. Okay, ich sehe schon, wie. Und dann schätze ich mal rechts lang, ganz genau. Und hoch. Und hoch, habe ich gesagt. Jawohl. So, wo haben wir denn dieses Dokument? Da. Diese Insel ist mehr, als ich erhofft hatte. Die Bewohner sind natürlich völlig wahnsinnig.
und die armen Leute von der Endurance. Eine Tragödie, aber ehrlich, es ist gut für die Dramatik. Hier ist nicht nur das mythische Land Yamatai, sondern es gibt Schiffswracks und moderne Kultisten. Das rechtfertigt mindestens 2 Dokumentarfilme, vielleicht sogar eine Serie. Meine Güte, dieser Ort wird die Fantasie der ganzen Welt beflügeln und ich werde im Zentrum von all dem stehen. Diese Erleichterung. Ich habe aufs richtige Pferd gesetzt. Ich muss jetzt nur vorsichtig sein. Die Situation kann jederzeit außer Kontrolle geraten. Sobald mir dieser Matthias zuhört, kann ich ihn überzeugen, dass eine Zusammenarbeit allen nutzen würde. Schließlich kann er doch nicht ernsthaft glauben, was er diesen Männern predigt, oder? Sie sind orientierungslos und verwirrt. Ich werde sie alle in die Zivilisation zurückbringen. Die Sponsoren werden dafür Schlange stehen. Diese Story ist gewaltig. Ich sag ja, dieser Ridman, ne? Der ist immer nur, ich mache Schlagzeilen, ich komme groß raus, ich kann Geld verdienen. Alter, der ist so ein Egoist, ne? Das ist dem scheißegal, was uns anderen allen passiert. Hauptsache, er hat die Story am Ende und er bekommt den ganzen Ruhm. Der ist so ein Depp, ne? Ridman hat seinen Verstand verloren. Seine Besessenheit von Ruhm und Reichtum hat ihn voll und ganz vereinnahmt. Ja, richtig, ist so. Das ist ein alter... Eieiei. Und der wird uns noch mit seiner, ja, wie gierig der einfach ist, der wird uns damit noch große Probleme machen. Okay, wir haben alles. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir noch riesen Probleme bekommen werden. Durch diesen Ridman. Leider denken viele Journalisten wirklich so, ja, das ist leider wirklich so, da hast du recht, ja. Der ist richtig schlimm. Also richtig schlimm. Ups. Du solltest dich eigentlich an dem unteren Ring da wieder festhalten, Lara. Aber dann können wir ja auch einfach... Nee. Nein! Du sollst... Oh. Nicht loslassen. Wie gesagt, er ist ja eigentlich sehr selbstlos, wenn er das macht. Wie meinst du das nochmal? So, hier geht's rauf und dann an die Leiter, genau. Oh, das sieht nicht gerade sehr stabil aus hier, oder? Ah, doch, hält. Okay. Lies mal meine Nachricht weiter oben. Ach so. Nein, du verstehst die Journalisten falsch. Ich verstehe die Journalisten Fisch. Die machen das doch auch für die Beteiligten. Immerhin bringt denen das doch auch Ruhm. Ja, klar. Aber nur, ja. Alter. Oh, shit. Lara, was machst du da? Den Sprung, den schaffen wir doch schon, oder? Oder nicht? Ja, ich schätze mal, das ist nicht umsonst, dass wir den hier nochmal runterziehen können. Den Sprung hätten wir vermutlich nicht geschafft. Okay. Oh, shit. Das war knapp. Okay. Müssen wir nur noch mal schauen, was es noch mal da oben gab. Nicht, dass wir da auch noch was verpassen. Hä? Wofür? Ach so, hier lang. Ah. Aber ist das der richtige Weg oder ist das ein Secret? Auf jeden Fall finden wir hier nochmal eine Bergungsgutkiste. Oh shit. Ne, das war der richtige Weg. In dem Grab sind Oni? Hast du der
der OMS-Crew zugehört. Ja, die sagten, ein paar Jungs sind zum Bergen rein und nie mehr rausgekommen. Die verarschen dich. Ich brauch Hilfe! Also jetzt habe ich ein bisschen Angst. Oh shit. Ach, der ist nicht tot? Hey, ich hab den doch in den Kopf geschossen. What the fuck? Da war das Zeichen für einen Kopfschuss. Habt ihr das... Hä? Hey? Ich dachte, der wäre tot. Okay. Ich glaube, gab's da noch einen anderen Weg? Ich will halt nichts verpassen, ne? Aber... Nö. Das war der offizielle Weg nach oben. Ich verstehe. Okay. Eieiei. Was ein Weg hier, ey. Aber unsere Lara, die ist so krass. Die kriegt das alles ohne Probleme hin. Gut, die stirbt ab und zu mal dabei, aber danach schafft es dann immer ohne Probleme. So. Boah, ich dachte jetzt schon wieder fast, sie schafft es nicht. Gab's da rechts noch was? Ich muss mich gleich nochmal kurz umsehen. Ich dachte gerade aus dem Augenwinkel gesehen zu haben, dass da auch noch was... Nö, okay. Nö, gibt's nichts mehr. Na schön. Die Leiter. Ja, yeah, halt dich fest. Sehr gut. Na komm schon. Sehr gut. Schon wieder hier, ne? Immer diese... Standen sie hier und irgendwas haben sie gezählt, aber... Keine Ahnung was und boah, was ist das hier für ein... Das ist wahrscheinlich so ein Luftabwehrschießgerät, ne? Für Flugzeuge oder sowas, für Luftangriffe, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr beeindruckend. Also ich hab's vorhin schon mal gesagt, ne? Das ist wunderschön, sogar mit all den Wracks. Ja, habe ich vorhin schon mal gesagt, ne? Das Spiel kam 2013 raus, also dafür ist die Grafik echt der Wahnsinn, oder? Richtig, richtig geil. So. Mal ganz kurz. So. Ah. Festhalten. Wir müssen uns runterfallen? Ne, müssen wir nicht. Da unten ist nochmal eine... Lass dich mal fallen. Und jetzt... Uhuhui. Genau so wollte ich das. Aber was bringt das? Wir hätten uns auch dann einfach ins Wasser fallen lassen können. Oder wäre das zu hoch gewesen? Ups. Wäre vielleicht auch zu hoch gewesen, einfach nur. Ey, warum wird uns diese Geo... Cache nicht angezeigt. Ich habe doch gelevelt, dass wir alles sehen auf der Map. Wie unfair ist das denn? Okay. Diese Geocache-Scheiße zählen ganz offenbar nicht dazu. Und wir müssen echt aufpassen, ne? Der eine Spacko da gerade, der meinte, hier im Grab gibt es Oni. Ziemlich ungeil. Weil wir noch nie gegen die gekämpft haben, die mega gepanzert sind, schwer bewaffnet. Und ich gar keine Ahnung habe, also so absolut keine Ahnung habe, wie wir gegen die vorgehen müssen. Hä? Habt ihr da gerade gesehen? Das da. Wie kommen wir da hin? Mal kurz gucken, ob wir das schon verpasst haben, ob wir von hier aus da irgendwie hinkommen können.
Nee, wir kommen nicht mehr zurück, oder? Nee. Okay, das können wir jetzt vergessen. Ich hoffe, dass wir da noch vorbei, dass wir da noch mal vorbeikommen. Und oh, schaut mal da. Ja, oh la la. Gut, dass wir noch mal zurückgesprungen sind, ne? Sehr, sehr schön. Mal kurz loslassen. Ja, von hier aus. Op. Von hier aus. Ja, von hier aus schaffen wir das einfach nicht mehr. Okay. Ich hoffe, dass wir dann nachher nochmal dran vorbeikommen. Hm. Gehen wir erstmal weiter. Wie gesagt, ich denke nicht, dass wir das Spiel am Ende nach der Story, dass wir nochmal durchlaufen werden und das zu 100% machen werden. Gehe ich jetzt erstmal nicht davon aus. Deswegen, wenn wir was nicht mitbekommen, ist das auch nicht so schlimm. Oh, und hier gibt es wieder so viel Munition. Fragst du dich jetzt, wenn wir die Tür aufmachen, hören die das? Die gehört? Ha, vielleicht hier drüben. Ja, das hören sie. Hilfe! Verdammt, nein! Ist vermutlich jetzt auch gerade wieder nicht der beste Weg, wie ich das hier mache. Okay, doch. Das waren nur die zwei, okay. Kurz nach der Entdeckung des Grabs kamen die Oni. Zuerst gingen die Lichter aus und dann begannen die Schreie. Waren es unsere oder ihre? Der schreckliche Ton tobt immer noch in meinem Kopf. Sie trugen die Rüstung meiner Vorfahren und sie töteten uns mit uralten Klingen. Schüsse, Schreie, Blut. Wir konnten sie nicht aufhalten. Alles stürzte ins Chaos. Dann herrschte Stille. Sie waren fort. Oh Gott, warum sind sie gegangen? Warum haben sie uns nicht alle getötet? Hauptmann Osaka hat jetzt das Kommando. Wir verlassen die Basis, aber nicht die Insel. Wir gehen ins Landesinnere, zum Kloster. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen den Oni folgen. Wir alle. Wenn wir den Stern nicht kontrollieren können, müssen wir ihn zerstören. Alles klar. Die Oni sind also in der Kammer, wo wir auch hinwollen. In dieser Ritualkammer. Da kommt doch Freude auf, oder? Derselbe Soldat, und wieder erwähnt er die Oni. Sind das vielleicht die Dinger, die ich im Kloster gesehen habe? Yes. Das sind sie. Schade, können nichts machen, hören keinen Tagebucheintrag von der Lara. Wäre schön gewesen. Uiuiuiui. Hier wurden auf jeden Fall... Was war das für ein Geräusch? Ordentlich. Die wurden eher aufgehangen oder wahrscheinlich gefesselt. Oder auch so lange über Kopf aufgehangen an den Füßen, bis so viel Blut ins Gehirn geronnen ist, dass sie einfach qualvoll gestorben sind, ne? Und hier wahrscheinlich qualvoll verhungert, verdurstet, was auch immer. Alter Schwede, ey. Stage 2. Das Grab muss in den unteren Ebenen sein. Ja, ja. Davon gehe ich tatsächlich auch mal aus. Der Aufzug steckt fest. Okay. Hier kommen wir auch erstmal nicht weiter, dann gehen wir doch erstmal die Treppe runter. Ich muss irgendwie da durchkommen. Okay. Komisch, hätte ja sein können, dass das vielleicht was bringt. Sie sagt, wir müssen irgendwie da durchkommen. Karte aktualisiert, okay.
Aber was sollen wir damit machen? Warte. Oh, wie schön das wackelt. Ah, müssen wir hier einfach öfter springen? Und dann geht das irgendwann... Nein. Die Dinger leuchten auf jeden Fall. Also es muss irgendwas damit zu tun haben. Fragt sich nur was. Ah! I see. Ich bin auf der richtigen Spur. Ich muss den Aufzug nur mit mehr Wucht nach unten befördern. Mit mehr Wucht nach unten befördern, das kriegen wir doch wohl hin, oder? Jetzt sind wir wenigstens schon mal auf der anderen Seite. Durch die Tür kommen wir glücklicherweise mit unserer Axt. Sehr schön. Ach so, jetzt sind wir wieder hier. Das war jetzt nur ein Rückweg, ne? Aber die Tür kriegen wir immer noch nicht auf. Okay. Aber der Knopf ist wieder grün. Was ist, wenn wir drauf drücken? Okay. Da drunter kommen wir nicht. Mit mehr Wucht müssen wir von oben irgendwas runterziehen. Nein, nicht direkt runterspringen, Lara. Okay, macht es automatisch. Ah, schaut mal hier. Das hat damit aber nichts zu tun, ne? Ich muss nur noch drei lockern, dann ist der Aufzug wieder frei. Ja. Ich weiß. Ah, schaut mal hier. Das ist der Leiter. Yo! Aber... das bringt uns hier noch absolut gar nichts. Wir müssen irgendwie... Oh, Entschuldigung, Lara. Wir müssen irgendwie so an die Räder kommen. Oberkommando an Agent. Stop. Trinity ist besorgt. Stop. Beschaffung des Sternphänomens inakzeptabel. Stop. Sabotage der Operation der Achsenmächte unabdingbar. Stop. Unbekannt. Geheimnisvolle Befehle. War noch eine andere Person oder Gruppe an dieser Insel interessiert? Ich habe jetzt keine Zeit, diese Frage zu klären. Ja, dann lass es... Unbekannte, geheimnisvolle Briefe, bla. Okay, dann lass uns mal gucken, wie wir an diese Zahnräder hier kommen. Oh, schaut mal da. Okay. Ja. Ich weiß. Hä, warum ist da ein Fenster, wenn man da nicht durchkommt? Hier sind wir noch eine Etage höher, ne? Okay. Aber von hier aus kommen wir da auch noch nicht dran, ne? Irgendwie klappt das so nicht. Da ist ein Hebel, der bringt aber nichts, okay. Irgendwie weiter rauf. Oder nicht? Oder warte mal. Jetzt wieder runter. Dann kommen wir von der unteren Etage an die Zahnräder dran. Oder wo befinden die sich? Da. Ja, die Frage ist jetzt halt wirklich, wie kommen wir an die Zahnräder dran, ne? Drei von drei Teile gefunden. Schrotfinte. Sehr nice.
Nee, das bringt so alles nichts hier.